Ja, wir haben vor circa 3 Wochen ein neues Schwarzstorchweibchen bekommen. Die ist jetzt 4 Monate alt. Unser männlicher Schwarzstorch, den wir hier im Hintergrund sehen, ist jetzt 8 Jahre alt. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft mit diesen beiden neuen züchten können. Wie werden die Tiere denn zusammengeführt? Muss man die sehr unter Kontrolle halten, weil in der Pressemitteilung steht, dass die Tiere doch aufeinander sehr aggressiv sein könnten. Wodurch kommt das? Ja, alle Storchenarten sind grundsätzlich einmal aggressiv, weil die nicht an die Partner gebunden sind, sondern nur an ihrem Neststandort, wie man mittlerweile weiß. Und daher führen wir die Tiere nur unter Aufsicht zusammen. Das heißt, ein Pfleger ist immer dabei und kann dann dazwischen gehen, falls etwas Negatives eintritt. Und wie wird die Zusammenführung jetzt stattfinden? Unter Aufsicht werden die beiden Tiere denn zusammengelassen und sie passen auf. Merkt man das irgendwie, die Aggressivität? Gehen die aufeinander zu oder fauchen die sich oder klappern die sich nur an? Wir gehen davon aus, weil das ja nicht unsere ersten Schwarzstörche sind, dass unser Männchen hier die Initiative ergreifen wird. Und er wird auch ganz schnell deutlich machen, ob er dieses neue Weibchen mag oder nicht. Das sieht man in den ersten 5 Minuten, ob das klappt oder nicht. Und dann kann das mehrere Monate aber dauern, bis die sich tatsächlich zusammengefunden haben. Wir hören jetzt im Hintergrund natürlich immer ein Schreien vom Hahn. Das ist natürlich nicht das Klappern der Störche. Wie entsteht das Klappern denn da? Oder warum klappern Störche überhaupt? Also wir haben ja hier den Schwarzstorch, der kann nicht klappern. Also das Männchen kann nicht klappern? Nein, das Weibchen auch nicht. Die geben praktisch Töne von sich. Das ist ein Jauchzen, kann man das, ja, so kann man als Jauchzen interpretieren. Der Weißstorch allerdings, der Verwandte vom Schwarzstorch, der klappert. Und deswegen heißt er ja auch Klapperstorch im deutschen Sprachgebrauch. Bei dem Weißstorch ist es aber so, dass der keinen Kehlkopfapparat hat, beziehungsweise der ist zurückgebildet. Und nur die ganz kleinen Jungstörche im Nest, die haben noch eine Stimmfunktion. Wenn die erwachsen sind, die Tiere, können die nur klappern. Der Schwarzstorch hat tatsächlich eine Stimme.